Wir haben hier ein 54-Teile-Memory, sprich 27 Pärchen. Wer als erstes 14 Pärchen gesammelt hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Regeln sind ja klar. Immer aufdecken zwei Karten. Ist es ein Pärchen, wegnehmen dürft ihr nochmal. Ist es kein Pärchen, wieder umdrehen. Ihr müsst euch mal eben umsitzen, weil wir eine Grafik vorbereitet haben, wo ihr sonst falsch steht. Das macht ja nichts. Wenn man aufgedeckt hat, muss man aber erstmal liegen lassen, dass der andere mal gucken kann, was er ist. Ja, natürlich, ne? So, dass jeder einen Blick drauf werfen kann. Ne? Also Fair Play. Aber Martin darf entscheiden, anfangen oder Stefan. Anfangen. Stefan soll als erstes aufdecken. Ja? 14 Pärchen, wer die holt, der hat gewonnen. Es geht los. Eine Sonne, oder ist das eine, ja. Was war das da oben? Darf ich das nochmal sehen? Darf ich das nochmal sehen, das eine? Nicht, ne? Immer schön aufpassen, ne? Ja. Einmal umgedreht heißt vorbei. Das war die zweite Reihe. So. Kannst du mir nochmal die Stimmzahl? Achso, ich bin nochmal dran. Ah! Entschuldigung. Dann nehme ich mal. Nehme ich doch mal das hier. Und das hier. Es ist das 12. Spiel des Abends. Es geht um 12 Punkte. 1:0 im Moment für Stefan.
Und dann, lass liegen. Ach, liegen lassen sollen? Die zweite fehlt noch. Es kann ein langer Abend werden. Martin an der Reihe. Bitte? Ein klein wenig mehr ja. Tempo würde uns allen gefallen. Die Ente? Habe ich schon mal wo gesehen. Und zwar. Dritte Reihe war das, glaube ich. Stefan, dritte die Karte ja, bitte immer hinlegen. Ach so, ja. Das damit war hier, oder? Ja, das Ente, wäre nämlich auch ich glaube, gut. Hier war auch eine Ente. Jawohl. Das 2:0 für Stefan. Abstauber. Ach so, ich darf noch mal. Es geht um 500.000 Euro. Und das Gedächtnis spielt mit. Ach, das haben wir schon mal gehabt. Das war die erste Karte. Achso, muss ich liegen bleiben, liegen lassen. Ja, ja. Okay. Und noch eine zweite hinterher. Was haben wir denn noch nicht gehabt? Ja, haben wir auch schon gehabt. Haben wir auch schon gehabt, oder? Und wieder umdrehen. Und weiter geht's. 50 Karten noch auf dem Tisch. 25 Pärchen. 2:0. Was war das? Für Stefan. Angefasst. Angefasst ist umgedreht. Martin wartet immer noch auf sein erstes Pärchen. So, einen Hund hatten wir auch schon mal. Und zwar... Irgendwo hier. Ja, dann greif zu. Komm, Stefan. Warte mal. Ich meine hier. Nein. Falsch, Mann. Alles steht jetzt schon fest. Es wird... Gerne umdrehen, bitte wieder, Stefan. Immer wieder zurück umdrehen. Das und längste Spiel. Da war der Hund. Abends und die erste gelungene Aktion von Martin, sein erstes Pärchen. Martin ist wieder dran. Finger weg. Eine richtige oder falsche Karte kann am Ende entscheiden. Über 500.000 Euro. Wahnsinn. Und das nächste Pärchen für da Stefan. Ist die Flasche. Und gleich warte mal. Haben wir die schon gehabt? Ja, haben wir schon gehabt, ne? Lass offen und dann eine zweite. Haben wir noch keine gehabt? Nein, haben wir auch schon gehabt, oder? Und wieder umdrehen. Beim besten Willen passt es nicht zusammen. Sind
Was ist das? Ein Kasper. Ein Hampelmann. Ein Hampelmann mit Schnürchen dran. Nicht immer alles angraben. Ja, ich muss mir das jetzt merken. Ich muss mir mal merken. Da brauchen wir noch die Finger nicht für. Das vielleicht teuerste Memory-Spiel aller Zeiten. Okay. So. Dann mache ich jetzt mal das Telefon. Ein Telefon. Lass es offen. Okay. Wir brauchen noch eine zweite Karte. Ne, die hatten wir schon mal. Ah, hatten wir das schon mal? Es gibt Karten, die haben wir schon dreimal gesehen heute. 3 zu 1 für Stefan. Und Martin. Und Martin ist dran. Was ist das? Eine Mütze. Und Frosch. Dann nehme ich mir doch mal den Frosch. So, der war hier. Und hier meine ich wäre gewesen. Mach sicher, dass noch dabei. Bitte mach was. Und das ist der Frosch. Das 4 zu 1 für Stefan. Der Doppelfrosch. So. Noch Stefan führt 4-1 verloren. Und weiter geht's. Für Martin. Ein Fisch. Telefon und passt nicht, umdrehen und Martin ist dran. Und das ist das 4 zu 2. Martin kommt zurück ins Spiel. Eine Gießkanne. Guck mal hin, ich mal sehe, wie viele du hast hier. Kann ich euch auch mal sagen. 4 zu 3 für Stefan. Würfelbanane. Noch 20 Pärchen auf dem Feld. So, Banane war hier. Und eine weitere Banane war hier. Das ist richtig. Das fünfte Paar für Stefan. 2 Punkte Führung. Ein Standesfunktion. Du bist nochmal Stefan? Ach so. Ja. Auflassen. Passt nicht und wieder zu. So, Jungs. Ich hab gar nicht. Was war das, ein Schiff, ja? Das war ein Schiff, ja. Und eine Mütze. Ein Schiff. Je weniger Bilder auf dem Feld, umso größer die Chance, dass irgendwann einer eine Serie startet. Da hättest du aufpassen müssen, Stefan, das darf ich dir nicht sagen. Ja, da war eine Mütze und die andere ist hier. Da ist die zweite Mütze. 6 zu 3.
Achso, ich bin nochmal dran, ne? Richtig. Ja. Fisch. Der war hier unten in der Ecke. Das stimmt. Wahrscheinlich kann er sie inzwischen riechen, was eben nicht so gut geklappt hat. So, das ist das 7:3 für Stefan. Und sieben Bärchen hat er. Dran. So, was haben wir noch nicht aufgedeckt? Ah, das habe ich auch schon mal gesehen. Kirsche. Habe ich mir nämlich gemerkt mit Sherry Lady. Ja. Guck mal. Und dann habe ich mir gesagt... Solche fiese Eselsbrücken baust du. Ja, habe ich eine Eselbrücke. Ja, muss ja irgendwie, ne? Und dann habe ich mir gesagt, soll ich sagen, wie ich es mir gemerkt habe? Ich weiß genau, wo sie ist. Du sollst einfach aufdecken, das wäre schon mal. Da habe ich mir gemerkt, Sherry Lady, wenn du sowas hast, dann stehst du, wenn du so ein Lied singst, dann stehst du am Rande der Gesellschaft, ganz in der Ecke. Und das kann nur hier oben sein. Unfassbar. So. Punkt Nummer 8 der Eselsbrücke eingefahren. Und du bist nochmal dran. Achso, ich bin nochmal dran. Ja, natürlich. Ah, jetzt geht's aber los hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waren wir hier unten? Waren wir noch nicht, ne? Waren wir hier schon? Nein, ne? Ich sag's euch nicht. Mach einfach. Ah, den Pilz habe ich mir auch gemerkt. Und zwar... Sag's uns nicht wie, sondern... Und zwar ist der auf jeden Fall in dieser Reihe hier. Und dann... muss der hier sein. Das stimmt. 9:3. Stefan braucht noch 5 Pärchen. Und du wirst überrascht sein, aber du bist nochmal dran. Ach, ich bin nochmal. Er ist überrascht, das darf nicht wahr. So, die Ananas, die kenne ich auch. Die Ananas. Auch irgendwo ganz am Rande. Und zwar lag die unterhalb. Das muss ich nur noch mal so memorieren. Ich glaube, ich weiß, was hier war. Wenn ja. Da eine Flasche war, das glaube ich, das war eine Flasche, dann ist hier die Ananas. Da ist die Ananas. Der 10. Punkt. Wer ist dran, Stefan? Ich. Muss ja. Sehr gut. So, Ruhe bitte. 10:3. Ruhe. Ein Würfel, den habe ich auch schon gesehen. Und zwar habe ich den Würfel auch geworfen. Auch am Rand. Irgendwo am Rand. In dieser Reihe. Und ich glaube, es war 3, 4. Hier. Das stimmt. So. Noch Fragen? 3 Pärchen noch. Dann wäre es der Sieg. So. Martin, ist langweilig? Nö. Er scheint das ist die Lache für den 800-Meter-Lauf. Das ist ja auch mal pikant. Oh, der kenne ich nicht. Regenschirm habe ich noch nicht gesehen. Zeigen. Das Nein. ist das Ende der Serie. Und jetzt muss Martin seinerseits eine hinlegen. Martin, du darfst. Pärchen Nummer 4 für Martin, 11 für Stefan. Eine Schnecke. Und die nächste Schnecke. Ein Hampelmann. Ein Telefon. Okay, ein Telefon. Also den Hampelmann, den haben wir schon mal gehabt. Den Hampelmann. Und zwar
War das ein Hampelmann? Ich glaube, der war nicht da, sondern hier. Warte mal. Zwei. Ja, Moment. Ja, wir essen alle zeitig. Das ist der Hampelmann. 12-5. Du bist dran, Stefan. Noch zwei Pärchen. Das habe ich schon. Bis zum schon Sieg aufgehört. In Memory. Eieieiei, das haben wir ja noch gar nicht gesehen. Ein Stuhl. Dann gibt's zumindest keine Geschichte dazu. Hä? Dann gibt's zumindest keine Geschichte dazu. Nee. Muss man das aber jetzt merken. Lass auf. Also. Lass auf. Achso. Jetzt darfst du zumachen. Eine Sonne, das passt nicht. So. Zwölf zu sechs. Schuhe. Da waren Schuhe. So. Okay. Yeah. Komm, Ruhe, jetzt. Ruhe. Du lieber Gott, eine Melone. Lass auf. Nein. Und zumachen. Neun Pärchen und noch. Acht davon. Zumachen. Muss Martin machen. Zu sich holen. Das haben wir ja noch nicht aufgehabt. Das hier haben wir noch nicht aufgehabt. Ein Schiff. So. Das stimmt. Die 13. Punkt. Und Paar Nummer 13. Beim nächsten Paar hast du dieses Spiel gewonnen, Stefan. Und du bist wieder dran. Melone, Melone, ich weiß, wo du bist. Und zwar, Melone ist, hab ich eben gehabt, und zwar...
Ja! Das stimmt! Ja! Riechen konnte er sie nicht, aber er hat sie gefunden. Das Memory geht an Stefan. Und das bedeutet, diese Punkte, diese 12, die gehen aufs Konto von Stefan Raab. Und das ist der Zwischenstand.